So, weiter geht's bei Flames of Vengeance. Wir brauchen noch eine einzige Kugel. Dann ist das Rätsel gelöst. Also gut. Zwei grüne, zwei rote. Ach so, ja, da waren wir schon. Ich kann nicht. Toll. Also hier drüben haben wir alle gefunden. Da haben wir auch, das sind zwei. Wir haben auf der anderen Seite echt nur... Ach, man muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Gut. Hier lang. Hier gibt es doch sicher auch noch mehr als einen Raum. Ich kann nicht. Ich muss mal meine Untoten wieder beschwören. Aber nicht direkt jetzt. So, aber jetzt. Leveln. Bis in Level 50 vielleicht noch. Wenn ich hier so weitermache. Okay. Also waren hier. Hier waren wir. Und da unten. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo ich noch suchen kann. Muss ich ja jetzt noch zumindest eine Kugel finden. Moment mal, welche haben wir jetzt erstmal? Also ich habe weißer Schnee, Feuergott, blauer Mond und Moosratte. Stirf Max Sauber. Auf diesem offensichtlich die dunklen Berge sind mit. Dunkle Berge mit weißem Schnee, okay. Achso, Dangulas Buch hatten wir ja schon. Schwert des Ingenieurs. Diese schöne Klinge aus der Feuergott ruht im... Okay, Jacobs. Dieser eingedellte Gold ist, was die violette Explosion am meisten ersehnt. Eine goldene Kugel wahrscheinlich, oder eine violette. Ich setze nochmal den Helm der Geheimnisse auf. Nicht gerade viel mehr. Wow. Das ist ein Hinweis. Das ist immer ein fetten Hinweis. Also erstmal rüber auf die andere Seite. Noch nicht. Gold. Dem beschwöre ich mal. Dann werde ich den Helm nochmal aufsetzen. Nein, da ist die violette Kugel. Oh. Wir haben die fünfte Kugel. Wir sind bereit. Bereit für den Aufstieg. Allerdings, wir haben es geschafft. So, alle Kugeln. Dieses Geklapper macht mich irre. Also gut, speichere ich nochmal. Ja, wer hätte das gedacht? Wir haben die Kugel.
Ein bisschen weiter unten. Ganz weit unten. Ganz weit unten. Hier, die Waidehausanstalt. Das ist hier schon ewig her. Ich muss ein Heilmittel finden. Noch nicht. Vergiftet. Das war einfach. So. Das war's hier unten auch schon wieder. Das heißt, ich lasse auch noch mal eine Kreatur. Und gehe dann mit dem Helm der Geheimnisse hier wieder durch. Nach unten gehen und ja, die Kugeln auf die entsprechenden Podeste setzen. Das hat bestimmt wehgetan. Wir stehen kurz vor dem Aufstieg. Jetzt kann ich die Kreatur noch holen. Einfach mein Tierchen. So, dann gucke ich mir nochmal die Hinweise durch. Also gut, erstmal das Amulett von Heilwell. Auf dem uralten Amulett steht über dem Schild der Wahrheit schimmern. Das ist es. Also gut, der Schild der Wahrheit. Schildrune. Ah. Verdammt. F. So. Welche Kugel soll an dieser Rune? Gut. Heilwells Amuletthammer. Dann. Dieser eingedellte und Gold ist. Was? Gold. Engelrune. Goldrune. Warum ziehe ich jetzt mal die Waffe? Welche Kugel soll an dieser Rune? Gut, dann die nächste ist Schwert des Ingenieurs. Diese schöne Klinge aus längst. Der Feuergott ruht. Der Feuergott ruht im Hals der Schlange. Da war auch eine Schlangenrune irgendwo hier. Wasserrune, Engelrune, Schlangenrune. Welche Kugel soll an dieser? Gut, und der letzte waren die Berge und da ist der Schnee drauf. Welche Kugel soll an dieser? Ausgezeichnet. Ihr habt es geschafft. Geht nun weiter, denn ich bin ganz in der Nähe. Hahaha. Wir haben gewonnen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Rätsel gelöst und Zugang zu den Katakomben erhalten, in denen Berlin eingesperrt ist. Mein Ziel ist schon fast zum Greifen nahe. Bevor ich da reingehe, speichern. Aber irgendwie habe ich noch das Gefühl, dass wir das nicht so einfach hinter uns bringen können. Wenn ich daran denke, was Bellager gemacht hat, würde er uns wahrscheinlich hier auch aufhalten. Oh mein Gott! Hey, Moment, das ist Rhoda. Es ist tot.
in Stein verwandelt. Ohne Prüfung, Bellegas, kam nur einer bis hierher, doch das Antlitz dieses Champions überraschte mich doch sehr. Rhoda lautete der Name dieser Frau im Mannsgewand. Leider musste ich sie verwandeln, Mensch zu Stein und bald Ursand. Ihr seid nichts weiter als ein Turm, ein Narr des Magiers Zander. Berlin zieht an euren Strängen, lauscht ihr schon den Klaggesängen? Zücken werde ich jetzt mein Schwert, die Klinge euch den Tod beschert. Und ist euch doch das Glück beschieden, wird der Zauber euch besiegen. Bisher das Glück, es war euch treu, ihr trotztet der Gefahr. Doch vom Weizen trennt sich nun die Spreu, ihr steht vor Bellegarde. Na, klasse. Das Amulett? Nö. Ich nehme wieder den Trank. Tränke. Hübsch. Das Buch essen? Lecker. Fähigkeitenbücher. Ich liebe das. Ja, erhöhen wir das hier. Bleibt wachsam. Er wird sicher einige hinterlistige Tricks versuchen, die er erkennen und abwehren muss. Kann ich gegen Bellegarde kämpfen? Nein, kann ich nicht. Ha! Zu bedauern sind jene, die Berlin unterstützen. Ihr seid schon fast tot. Also bitte. Verflucht sollt ihr sein. Das Ding! Verunstaltet nicht mein Gesicht! Oh, ich werde mir erstens sein Gesicht verunstalten. Eure Fähigkeiten sind nicht zu unterschätzen. Zwar nervt ihr mich, doch könnt ihr mich nicht verletzen. Das stimmt allerdings. Lästiges Biest, des Chaos gehorsames Kind! Und ich zeig euch, wie man sich benimmt. Ihr werdet beschützt von Uroboros Blut. Ihm ist zu verdanken, nicht eurem Mut. Zwar muss ich nun fliehen in Schand und Pein, doch ich komm wieder und siegreich werde ich sein. Okay. Erwacht, meine Gule, mit Feuer und Sturm schwärmt aus der Hölle und tötet den Wurm. Ich würd's gerne selbst tun, doch fehlt mir die Kraft. Mit ein bis zwei Hieben hätte ich's auch geschafft. Boah, okay. Kurzer Schnitt, bis zur nächsten Episode. Also, bis dahin.